Unsere Verteidigung hält, was sie auch verspricht, aber die Jaguars bekommen jetzt den Ball in Hälfte 2 und mal sehen, ob er auch seinen ersten Drive mit einem Touchdown beendet. Aber zuerst gibt es mal einen Touchback. Ja, ja, Flowers gesackt, Roberts gesackt, wieder Roberts. Also Sack, Sack und Sack. So, den Sam with the Blitz werden wir angehen. Und dann Flowers, so unseren Hauptspieler. Ah, das war ein Fake. Oh, ein Fake Handoff. Meine Fresse. Ich bin voll reingefallen drauf. Oh, ich bin voll drauf reingefallen. Ach du Kacke. Fake Handoff macht er. Ich hab den umgesteuert zum Fournett. Ah, nee. Bottles, was machst du mit mir? Schwein. Aber er ist mal gestoppt. Von Gilmore, dem Cornerback. Stephen Gilmore, ja, da kommt er von der rechten Seite. Einer der Top Cornerbacks bei den Patriots, neben McCourty. Wahnsinn. Zweiter und 13. Er bekommt einfach die Zeit. Er bekommt die Zeit, dass er schauen kann, was er machen kann. Das ist Wahnsinn. Ach Gott. Ja, Zonenverteidigung eindeutig. Zonenverteidigung mit meine Line. Er hat die Zeit. Und, diese Situation wird gepuntet. Unsere Chance, den nächsten Drive zu vollenden. Wir hatten ja drei Drives und alle drei gingen durch. Oh, einer macht einen Sky Kick. Der Catch. Ja. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. So, wir sind am Ball. Erster und 10 an der eigenen 26. Und wir werden das Spiel wieder laufen. Kamara, diesmal kommt er gerade mal einen Yard weit. Okay. So, Laufdefense hat sich wohl verstärkt hier. Aber schauen wir mal. So, noch einmal. Ein Lauf von Kamara. Diesmal, jawohl, und Spin Move. Aber nichtsdestotrotz. First down. Patriots. Oh, ein Lauf. Wer läuft? Chillesley für 2 Yards. Cooks hat den, sehr schön. Brandon Cooks für 24 Yards. So. Nein! Oh, Flag. Aber wo? Ach nee, komm, Junge.
Ah, oh, Miller. Injury timeout. Wer ist denn verletzt? Auch oh, nicht der Brady, oder? Ach nee. Tom Brady verletzt. Okay. Erster und zweiter. Ach, was denn? 2 Yards noch. -2 Yards. Ach du. Ja, kein Skinem habe ich ja gekauft. Habe ich getauscht, auch für Picks getauscht. So. Okay, diesmal macht das die Verteidigung sehr gut. Low. Ah, keep ready. Keep ready. Deep attack. Wir werden einen Pass raushauen. Returning. Jawohl, und diesmal komm. Er fängt ihn nicht. Er fängt ihn nicht. Ach was, unser zum ersten Mal geht dann kein Drive durch. Wir müssen punten. Wir müssen punten. Wo geht der Punt hin? An die 3. Ein sehr guter Punt. Wow, ein schöner Punt. Geht an die 3-Yard-Linie. Wunderschön. Kein Touchback. Kamera kommt mir doch hin. Ja, zum ersten Mal hat uns die Jaguars Defense gestoppt. Mal schauen, was die Offense jetzt fabriziert. Aber wir können mal ein Safety wäre jetzt ganz gut in der Phase. Ein Yard, Leonard Fournette. Mit dem Blitz. Oh, was ist denn? Nein. Oh, Fournette, er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und... Butler, Malcolm Butler, stoppt ihn kurz vor der Endzone. Aber was für ein Lauf. Was für ein Wahnsinnslauf. 92 Yards. Ja, und somit sind sie in der Red Zone der Patriots und können anschreiben. Was sie wohl oder übel auch tun werden. Luis fängt den Ball für 4 Yards. So, was passiert hier jetzt? Wieder gestoppt. Gelben, -1 Yard. Sehr schön. So, 3. und 7. Was wird Blake Bortles daraus machen? Er wird passen und fast intercepted. Aber deflected. Bei der Nummer 45. Somit 4. und 7. Und er wird wieder... Warum spult er nicht aus? Warum spult er denn nicht aus? Ach Gott. 3 Punkte, ja. 17-9. Aber wir bekommen den Ball. Mal sehen. Was da. Ah, schöner Lauf von Brandon Cooks. Für 18 Yards.
So, wir laufen. Ja, Tor, Camara läuft und läuft. Jawohl. 10 Rushes. 10 Läufe für 94 Yards. Ja, hier noch einmal. Wunderschön. 48 für 14 Yards dieser Lauf. Big Plays, das einzige Big Play war bis jetzt von Fournette. So, 84 Yards drauf. Drunter, wir werden sie auch runterlaufen lassen. 2, 1. Ja, das war das dritte Quarter. Wir führen noch mit 17 zu 9. Die Jaguars etwas stärker jetzt. Ja, wir haben gar keine Punkte gemacht und die Jaguars 3, also ja, mal sehen. Wir starten jetzt das letzte Quarter, das Allentscheidende. So, und wir werden das gleich mal, wir werden das mit einem Pass öffnen. Oh, fast intercepted. Da hat das gut gesehen, der Verteidiger. Der Cornerback. Ja, Tight End Shake. Allen ist jetzt drin, Gronkowski. Titan Check, jawohl, hat den, kommt durch und noch einmal 10 Yards drauf, wunderschön, Allen, 1. und 10 an der 25, 16 Yards, gefangen an der First Down Markierung und dann noch einmal 7, 8 Yards drauf, Wahnsinn. So, Camara, wow, wieder nur ein Yard, zwei Yards, noch kein Touchdown für Camara. Geht sich nicht das? Nein, er wird gestoppt an der 1-Yard-Linie. Oh, war so schön frei. Wird hier an der 1-Yard-Linie gestoppt. Da läuft er. Oh, nee, wird da schnell gestoppt. Bekommt den Ball und bim, kommt von der Seite einen Hit. Konnte den Ball nicht mehr über die Linie halten, mehr werden. Ja, ich glaube. Und Aaron Camara, Touchdown, Patriots. Weitere 6 Punkte sind an Bord. Camara hat seinen Touchdown. Hat er sich auch verdient. Ja, extra Punktversuch. Und der extra Punkt ist gut. Neuer Spielstand 24 zu 9. Die Patriots führen weiter, bauen den Spielstand aus. So. 24 zu 9, 4 Minuten 37 auf der Uhr. Was kann Blake Bortles jetzt machen? Ja, 24 Yard Linie, 19 Yards, Green Senior. Ja, Bottles am Feld und
Jetzt geht's um die Wurst. Alles oder nichts. Blake Bortles muss jetzt 3 Touchdowns machen. Oder 2. Oh. 2. 2 Touchdowns. 2 Touchdowns. Ja, 2 Touchdowns mit. Es ist ein Free-Score-Game. 2 Touchdowns mit 2 Two-Point-Conversions. Also 18 Punkte. 16 Punkte, Entschuldigung. 16 Punkte. Und dann würde er führen. Aber das werden wir nicht zulassen. Nein, macht er nicht. Ja, 4. und 12. Somit wird er das Ding Panther und wir. Oh nein, jetzt spielt er aus. Er spielt ihn aus. Jetzt spielt. Und jetzt geht er durch auch nicht. Ja, sicher geht er durch. Und wir haben Malcolm Butler intercepted. Jawohl, intercepted das Ding. Butler läuft. Butler läuft. Und 10 Yards, 5 Yards, Touchdown Patriots. Und das ist wohl, das ist das Big Play in diesem Spiel. Intercepted Malcolm Butler und returned ihn zu einem Touchdown. Der Matchwinner damals beim Super Bowl gegen die Seahawks. Wunderschön gemacht. Also das erste Big Play von den Patriots und das noch in der Defense. Ja, ich sagte noch, Bortles muss 2 Touchdowns mit 2 Two-Points-Conversion machen, dass er in Führung geht. Jetzt muss er ein bisschen mehr machen. Ne? Muss er 3 Touchdowns machen, dass er Gleichstand hat. Oder 1 Touchdown mit 2-Point, dass er in Führung geht. Also, aber in 3,53. Extra-Point ist gut. 31:9, der neue Spielstand. Patriots bauen ihre Führung aus. Und ja, ich glaube, das wird es wohl gewesen sein. 3 Touchdowns. Da müssen jetzt viele Big Plays auf Seiten der Jaguars sein, dass das durchgeht. Ja, 3 Touchdowns. Braucht er 2 davon mit 2 Points, dass er 32:31 in Führung gehen könnte. Wow, Wahnsinn. Ja, Zonenverteidigung. Er wird jetzt wohl alles auf Risiko setzen, aber ich würde mehr schauen, dass ich nicht noch höher in Rückstand gerate. Ja, das hat fast ausgeschaut. Luis mit dem Catch. No, wer war das? Rivera mit dem Catch. So, 2. und 2. Oh, schön gemacht. Und spielt er schnell weiter? Nein, er lässt sich Zeit. Lee mit dem. So, 1. und 10 an der 41. 3 Minuten noch auf der Uhr, wir nähern uns der 2-Minute Warning und wieder geht der Catch durch. Wow. Wow, aber er lässt sich Zeit, er spielt nicht schnell weiter. Na gut, sie haben noch 3 Timeouts. Es ist auch noch die 2-Minute Warning, also wenn er das geschickt angeht, ja, da muss schon viel passieren. Aber im Football ist alles möglich. Oh nein! Nein! Oh. 35 Rushing Yards hat Bortles schon. Wahnsinn!
Boah, daneben. Ja, guter Block, aber Butler mit dem Tackle. Und ja, die Zeit wird wohl runterlaufen auf die 2-Minute-Warning. Ja, es steht 31-9 für die Patriots, 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten des Spiels im letzten Quarter schafft es Blake Bortles 3 Touchdowns in dieser Zeit zu machen. Es müssen Big Plays, ja, richtige Big Plays, also Fumble, Interceptions, Pässe und keine Ahnung. Der, schauen wir mal, aber wir, wenn wir den Ball haben, wir können ja auch mit der Zeit spielen. Was macht er? Er läuft schon wieder. Er läuft schon wieder. Was macht er jetzt? Ah, er spielt weiter, jawohl. Ah, unfassbar. Timeout? Nein, er nimmt kein Timeout. Er spart es sich auf. Okay, geschickt. Oh. Nein, kein Touchdown für die Jaguars. Sie werden sich nochmal ansehen, die Schiedsrichter. Challenge Flag kann man ja nicht mehr werfen in den letzten 2 Minuten. Hat er Position. Er ist im Bounce, aber hat er Possession am Ball? Hat er den Ball unter Kontrolle? Ist jetzt die Frage. Er war im Bounce mit den Füßen, aber... Und, ja. Er hatte den Ball unter Kontrolle. 15-31, ja, und hiermit die angesprochene Two-Point-Conversion. Wenn dies jetzt nicht durchgeht, haben wir das Spiel gewonnen. Und sie geht nicht durch. Toll gemacht von den Patriots. Toll gemacht. Aber sie haben genau das gemacht, was ich gesagt habe. Die Two-Point-Conversion nach dem Touchdown. Somit Malcolm Butler. Ja, da hätte fast Onside Kick. Ja, geht er durch oder nicht? Nein, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, wir können mit der Zeit spielen. Wir haben keinen Stress mehr. 1:24, da muss jetzt schon ein Fumble her und, aber ja, nichts ist unmöglich. Ich glaube, wir werden das Ding laufen, passen. Geht der First Down und mehr. Camara läuft und läuft. Und das ist der Sieg für die Patriots. Touchdown, Alvin Camara. 37-15. Und jetzt ist es endgültig. 1:15, aber das können sie nicht mehr richten. Alvin Camara macht das Ding. Sein zweiter Touchdown in diesem Spiel. Ja, somit steht es 8-0. Wir nähern uns den Playoffs. Wir sind in der Saison-Halbzeit. Ja, jetzt. Also da 15er sind 15er sind 23 Punkte. Also nein. 4 Touchdowns in der kurzen Zeit. Wir werden wohl sich damit begnügen müssen, sie werden sich damit zufrieden geben, dass sie
dieses Spiel hier noch verlieren. Oh, von Nett. Eine Maschine. Oh. 18 für 26. Das heißt 26 Versuche, 18 sind angekommen. Ja, es wird wohl der letzte Spielzug der Jaguars sein oder auch nicht. Ja, es ist. Ja, es ist gewonnen, das Spiel. Ja, ein Return noch, es zahlt sich nicht aus. Sie sind zu weit hinten, dass sie das jetzt noch lieber schauen, dass wir bei nicht höher verlieren. Aber wir haben noch Zeit für den Touchdown, also in 51 Sekunden kann man sehr viel machen. Ach, Cooks kommt einfach nicht. Ja, wir werden noch ein, zwei Pässe werfen, schön gemütlich, ein Lauf und dann. Aber wir können nicht abknien, denn sie haben drei Timeouts. Gronkowski. Ja, sie nehmen kein Timeout, sie werden sich damit begnügen, dass sie das Spiel verloren haben. Wir werden noch einmal laufen und dann ist dieses Spiel Geschichte. Kamara läuft noch einmal, ja, wunderschön, und somit das Spiel ist geschafft. 15 Versuche, 15 Läufe und 154 Rushing Yards. Also dieser Mann ist echt. Noch einmal wird gelaufen, aber egal, noch einmal für 3 Yards. 16 Versuche, 157 Yards. Das Spiel ist aus, die Patriots gewinnen. Verdient, hochverdient. Mit 38 zu 15, also wieder ein hoher Sieg. Die Jaguars, sie haben ausspielen, Two-Point-Conversions versuchen, die Zeit nicht runterlaufen zu lassen, sondern schnell, schnell, das haben sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht. War auch in den Playoffs so. 50 Sekunden auf der Uhr und kniet ab und geht in die Halbzeit, also ja, hier die Highlights des Spiels. Ja, wäre so und so ein Touchdown gewesen, also hätte ein O-Liner, hätte Touchdown gemacht. Ja, hier haben wir von Eck gestoppt, also dieser Lauf war, wo sie dann den Touchdown gemacht haben. Hier Chiles Lee, Camara mit seinem Riesenlauf, Big Play, waren dann ist über 70 Yards. Malcolm Butler mit dem mit der Interception und gleich zum Touchdown Returns. 194 Pässe, okay, war nicht so, okay, 162 Yards Läufe, also sehr schön. Ja, schauen wir noch auf die Stats. Bortles hat Rating 85,6. Oh. Ah ja, 134,1, Wahnsinn. 14 für 20, 18 für 27. Hat 7 Yards mehr gepasst, aber naja, 2 Touchdowns für Brady, keine Interception, langes Pass, 34 Yards, das war eher, ja, nicht so, aber die Big Plays waren ja einmal in der Offense bei den Jaguars, und zwar Fournette mit seinem Lauf und in der Patriots Defense, und zwar auf Yards longest 85 Yards, und Camara waren 46 Yards. Ja, und Defense bei den Patriots, die Interceptions, die zum Touchdown geführt hat. Ja, es lädt jetzt.
Ja, Upgrade, na, bauen wir kurz, na, schauen wir mal. Ja, die Offense hat sich verbessert, die Defense sowieso, Wahnsinn. In der Offense, Brandon Cooks und Butler haben sich sehr verbessert. Ja, die Bills sein. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr mit den anderen Team eine Saison startet, dann entweder schreibt es in die Kommentare oder stimmt's ab. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich für alle Madden-Begeisterte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Ade.